Hallo, ich bin Daphne Wiedenmeier. Und ich bin Anna Chita. Unser Thema ist die Rückwirkung der Testziele auf der Mikroebene. Griechen kritisieren sehr gern alle und alles. Sie messen auch gern, schon von der Zeit von Pythagoras bekannt, und haben es gern, wenn die Kompetenzen ihrer Kinder, aber auch deren selbst gemessen werden. In Griechenland sind Noten, Diplome, Zertifikate und Tests besonders beliebt. Und dies ist auch auf dem Testenmarkt bekannt. In Griechenland ist man anders ausgedrückt besonders zertifikatsorientiert. Auch heute in der Zeit der Pandemie und der Fernausbildung bezahlen Griechen eine Menge von Geld fürs Testen. Vielleicht auch ein bisschen mehr als vorher. Diese Tatsache ist uns allen aus unserer Lehrererfahrung bekannt. Gleichzeitig aber ist es für uns Lehrer unangenehm, Schüler zu haben, die Sprache nicht lieben, oft leider auch nicht können und doch Zertifikate bekommen, weil sie gut geübt und für die Tests gut vorbereitet sind. Wir haben den Eindruck, und ich glaube auch die meisten von uns, dass diese Tatsache eigentlich die Wirkung von Tests auf unser Leben ist und gleichzeitig die Wirkung von unserer Mentalität auf das Testen. Tests sollen Gütekriterien genügen. Das Wichtigste für uns ist die Nützlichkeit. Ein Test ist dann nützlich, wenn er ein Persönlichkeitsmerkmal oder eine Verhaltensweise misst oder vorhersagt. Es besteht kein Zweifel daran, dass es sich bei Nützlichkeit um ein grundlegendes Gütekriterium handelt. Bachmann und Palmer vertreten diese Annahme, indem sie es als sogar letztendlich entscheidende Kriterium für die Güte eines Tests vormerken. Die Nützlichkeit gilt als eine Funktion, in der 6 ergänzende Gütekriterien eingeordnet werden. Dabei ist die Rede von Reliabilität, Konstruktqualität, Authentizität, Interaktivität, Rückwirkung, also Washback-Effekt und Praktikabilität. Zur Reliabilität ist bekannt, Reliabilität ist die Genauigkeit, mit der die Testergebnisse eine Eigenschaft erfassen, unabhängig davon, ob der Test wirklich die Eigenschaft misst, die gemessen werden soll. Wenn die Tests mehrere Items beinhaltet, also wenn die Zahl der Items groß ist, je größer, umso zuverlässiger wird die Eigenschaft gemessen. Ein Test ist ferner dann reliabel, wenn sowohl eine genaue und fehlerfreie Beschreibung des Testteilnehmers auf Grundlage seiner Ergebnisse als auch seine Einordnung auf der Testskala möglich ist. Das zweite Nebenkriterium in der Nützlichkeit beinhaltet ist die Konstruktvalidität, also ein Typ der Validität. Validität ist, wie bekannt, das Ausmaß, in dem der Test erfasst, was er erfassen soll. Und zwar in Abhängigkeit von der spezifischen Verwendung des Tests. Die Konstruktvalidität ermittelt danach, inwiefern ein Test dem abstrakten psychologischen Gedankengerüst entspricht, das seiner Konstruktion zugrunde liegt. Und da psychologische Konstrukte ist ein Gefüge von angenommenen Variablen zu verstehen, die entweder heuristisch oder auch schon vorhandenen psychologischen Theorien entnommen werden. Zu diesen psychologischen Konstrukten zählen die Angst, das technische Verständnis, die Intelligenz, die Leistungsmotivation, das kritische Denken. Ein Test verfügt dann über eine Konstruktvalidität, wenn eine konkrete Fähigkeit unmittelbar geprüft wird, zum Beispiel die Fähigkeit, einen guten Aufsatz zu schreiben, dadurch, dass ein Aufsatz geschrieben werden muss. Das nächste Nebenkriterium beinhaltet in der Nützlichkeit ist die Authentizität und dazu auch noch die Interaktivität. Die Authentizität bemüht sich darum, zu ermitteln, inwiefern die Eigenschaften einer Testaufgabe mit den Eigenschaften einer zielsprachlichen Aufgabe übereinstimmen. Die Besonderheit dieses Kriteriums liegt daran, dass man dank dieses Kriteriums zu Verallgemeinerungen
graben kann, die dazu beitragen, sich ein Bild von dem Testteilnehmer zu verschaffen, was über seine Leistungen und sprachlichen Herausforderungen außerhalb des Tests hinausgeht. Genügt ein Test dem Kriterium der Authentizität nur dann, wenn er Aufgaben enthält. Aufgaben, deren Sprachsituation auch außerhalb des Testverfahrens zu begegnen sind. Mit denen also sich der Testkandidat auch im alltäglichen Leben konfrontiert wird. Das nächste Nebenkriterium in der Nützlichkeit ist der Washback-Effekt, die Rückwirkung und das auch noch die Praktikabilität. Zur Rückwirkung dann, oder Washback-Effekt oder Backwash oder auch Impact. Unter Rückwirkung verstehen die meisten Autoren den Einfluss des Tests sowohl auf den einzelnen Testkandidaten als auch zum Beispiel auf das jeweilige Erziehungssystem oder die jeweilige Gesellschaft. Diese Eigenschaft bezieht sich auf den Einfluss, den der Test zum einen auf die Gesellschaft und das Erziehungssystem ausübt, was als Makroebene definiert wird, und zum anderen auf die Individuen, die diesen System angehören, was unter Mikroebene zu verstehen ist. Ein Test gilt dann als effektiv, wenn seine Ergebnisse dazu dienen, eine Bilanz über den Testprozess zu ziehen, worin auch die Beurteilung und Messung der Kandidatenleistung inbegriffen ist. Die zweidimensionale Wirkung des Effekts ist, das Effekt ist ja nicht nur positiv, sondern auch leider manchmal negativ. Also es ist auch mit einem negativen Washback-Effekt zu rechnen. Die Wirkung, die negative Rückwirkung ist zum Beispiel die Einschränkung des Inhalts, das Nicht-Einhalten des Lehrplans, viel Zeitaufwand für den Test. Die positive Rückwirkung sind die transparenten Ziele und Ergebnisse und der Anstieg der Motivation der Lernenden. Unsere grundsätzliche Fragen dann zum Thema sind, wie können Lehrer und Testanbieter die positive Rückwirkung fördern? Das heißt, welche Rolle spielen Sprachtestanbieter? Wie wird es garantiert, dass Prüfungssysteme zweckorientiert sind? Und wie kann negativen Rückwirkungen entgegengetreten werden? Also welche Maßnahmen sollen ergriffen werden bei negativen Auswirkungen? Und am wichtigsten, wie können sowohl zufriedenstellende Testergebnisse als auch qualitativer Lernprozess gefördert werden? Die Situation in Griechenland ist es gerade, weil dessen einen so großen Einfluss auf unser Leben hat. Der Unterricht ist testorientiert geworden. Es werden alte standardisierte Tests oder neue nach den Vorgaben der standardisierten Tests entwickelte als Unterrichtsmaterialien verwendet. Der Unterricht ist also evaluationsorientiert, testorientiert, aber nicht nur, sondern auch ergebnisbezogen. Und wenn der Test die Ergebnisse des Tests und die Noten Ziel des Unterrichts werden, dann gibt es keine Lernziele mehr im Unterricht. Wenn es aber keine Lernziele mehr gibt, dann erwirbt man auch keine Kompetenzen, auch nicht in Form von Fertigkeiten. Das heißt, man lernt nicht. Die Frage ist also, was machen wir damit, wenn wir sowohl auf zufriedenstellende Testergebnisse für unsere Schüler abzielen, als auch den Lernprozess, das heißt Erwerb und Entwicklung von Kompetenzen fördern wollen. Das Testverfahren, das ist die erste Antwort, also das wäre dann die erste Antwort. Das Testverfahren kann sowohl die Lernprozesse steuern und fördern, als auch eine Grundlage für die Reflexion über Unterricht und seine weitere Planung sein. Wenn wir die formellen, standardisierten Tests als Unterrichtsmaterial verwenden wollen, dann sollten wir die Testziele zuerst zu Lernzielen umformen und bearbeiten,
und nur danach testen bzw. messen. Das heißt also so viel wie, wir stellen derartige bzw. solche Lernziele, die natürlich die Motivation fördern sollen, die Einstellungen ernst nehmen und abbauen, psychische Stabilität fördern, ernst nehmen, welche sozialen Faktoren den Unterricht beeinflussen und sowohl das deklarative als auch prozedurale Wissen fördern. Dabei gilt es zu unterscheiden zwischen den internen affektiven Faktoren. Dazu gehört also die Motivation, die Einstellung und die psychische. Also das wäre der Oberbegriff. Nach Appeltauer ist Motivation ein Konstrukt, mit dem wir versuchen, Präferenzen eines Menschen für die ein oder andere Sache zu erklären. Und bei der Motivation werden drei Komponenten unterschieden. Da geht es zum einen um die Einstellung zu einem Ziel, also das kann positiv oder negativ sein, den Wunsch, dieses Ziel zu erreichen und die Bereitschaft natürlich des Lernenden, Anstrengungen auf sich zu nehmen, um zu diesem Ziel zu gelangen. Was jetzt die Einstellungen anbelangt, so kann eine negative Einstellung natürlich auch den Lernerfolg mindern oder auch umgekehrt. Nehmen wir jetzt folgendes Beispiel, damit wir jetzt schauen, was ist Motivation und wie können Einstellungen abgebaut werden. Also wenn ich jetzt zum Thema Frauen- bzw. Männerberufe eine Unterrichtseinheit konstruiere, um Einstellungen und Stereotype abzubauen, dann könnte ich hier jetzt folgendes Beispiel anführen. Eine Frau, ein Bagger und viel Kohle. Also da ist eine Frau, die ist Großgeräteführerin im Tagebau und sie ist dafür verantwortlich, dass sie schwere Bagger bedient, also im Prinzip Maschinenführerin. Und sie ist zudem täglich für die Förderung von Braunkohle von bis zu 110.000 Kubikmetern verantwortlich. So, das heißt, so viel wie die Schüler werden damit konfrontiert, dass ein Männerberuf jetzt auf einmal von einer Frau gemacht wird. Zudem kann man den Schülern jetzt noch folgende. Für die psychische Stabilität könnte man jetzt sagen, je stabiler ein Lerner psychisch ist, desto höher wird natürlich sein Lerntempo und sein Lernerfolg dementsprechend sein. Wer jetzt einem Kultur- oder Sprachschock gegenüber eher ängstlich ist und gerade was die Begegnung mit einer neuen Sprache oder einer neuen Zielkultur entgegensieht, wer sich also ganz, ganz schwer damit abfinden kann, dass er sich zumindest vorübergehend nicht in dem gleichen Maße wie in seiner Muttersprache, in der Zielsprache definieren und ausdrücken kann, oder seine Stereotype oder seine Ideale entsprechend äußern kann, der sperrt sich natürlich oft unbewusst gegen diesen Erwerb der neuen Sprache, die natürlich total konträr zu den Wissensstrukturen und zu dem Weltwissen L1 sind. Hier eine standardisierte Prüfung des griechischen Staatszertifikats von 2013. Wir sehen hier, wir müssen also diesen Text hier in die richtige Reihenfolge bringen, aber auch das erfordert natürlich dieses Weltwissen, dass es gegeben sein muss, damit ich die richtige Reihenfolge auch interkulturell und logisch unter einen Hut bringen kann. Was jetzt die externen Faktoren anbelangt, die respektiert werden müssen, da geht es vor allem um das prozedurale und das deklarative Wissen. Das prozedurale Wissen und das deklarative Wissen sind darin zu unterscheiden, dass sie sich in der kognitiven Psychologie voneinander trennen. Zum einen beinhaltet das deklarative Wissen das sprachliche Regelwissen, die Landeskunde, Textsortenwissen und verschiedene kommunikative Konventionen, wie zum Beispiel Höflichkeitsregeln und das Wissen von Lernstrategien insgesamt.
Wenn wir aber schon eine Antwort über landeskundliche Informationen, Textsorten und Kommunikationskonventionen gegeben haben, bleiben aber immer noch offene Fragen. Das heißt, in diesen Kommunikationskonventionen können immer noch Defizite existieren. Wie erhält man sprachliches Regelwissen? Das ist auch eine Frage, die es zu beantworten gilt. Zur Grammatik gehören dann zudem Morphologie, Syntax, sprachliche Prozesse und sprachliche Beziehungen. So einen Text kann man also dann nur ergänzen, wenn man authentische Texte liest und nicht, wenn man grammatische und syntaktische Regeln auswendig lernt. Dazu folgendes Beispiel. Wir haben jetzt hier auch wieder einen Lückentext aus der standardisierten Prüfung des griechischen Staatszertifikats, wo also jede Lücke nur ein Wort erfordert. Wie entwickle ich aber jetzt derartige Lernstrategien, die für den Testerfolg im hiesigen Sinne notwendig sind? Für die Entwicklung sowohl des prozeduralen als auch des deklarativen Wissens haben wir jetzt hier auch noch ein Beispiel des sehr bekannten Filmes Goodbye Lenin uns ausgewählt. Also hier geht es darum, dass sich die Lernenden den Film anschauen und sich während des Films, also während sie den Film anschauen, sich Notizen machen zum Buchtitel, zu dieser Symbolik, die in dem Film ganz, ganz intensiv präsent ist, zu Wörtern, die vielleicht nicht mehr existieren, also vielleicht zu einem DDR-Jargon, oder, ja, der vielleicht auch ein ganz anderes Register ist, zu Namen, die vielleicht nicht mehr existieren. Also das können auch wieder DDR-Vokabeln sein und zum alltäglichen Geschehen für Deutschland. Das heißt, dafür bräuchte man das Hintergrundwissen natürlich der politischen, historischen und gesellschaftspolitischen Situation, die in diesem Film natürlich thematisiert. Also all diese Aktivitäten, die wir jetzt hier versucht haben, zu präsentieren, um Ihnen einen Einblick zu geben, erlauben uns natürlich, interne und externe Faktoren zu respektieren, Testziele zu Lernzielen umzuformen, Kompetenzen zu evaluieren und Leistungen zu messen. Natürlich ist das so, dass die Lernenden auch exakt wissen müssen, welche Kriterien zur Leistungsmessung jeweils gesetzt sind. Nach Weinert sind Leistungen und Leistungsbeurteilungen für Lernende notwendige Erfahrungen, um eine Leistungsbereitschaft auch zu entwickeln. Darüber hinaus kann dadurch ein realistisches Selbstbewusstsein eigenen Fleißes und der eigenen Leistungsfähigkeit aufgebaut werden. Lern- und Leistungssituationen unterliegen demnach verschiedenen Bedingungen und sollten daher aus der Schülerperspektive so voneinander getrennt werden, sodass eine produktive Lernkultur angestrebt wird, die aber auch Leistung mit sich führt. Während bei der Leistungsmessung verschiedene Verfahren der Leistungsfeststellung im Mittelpunkt stehen, geht es bei der Selbstevaluation um Beurteilungsverfahren mit deren Bezugsnormen und Qualitätsmerkmalen. Exemplarisch sei jetzt hier auf das Raster der Selbstevaluation des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens hingewiesen, das bestimmte Kann-Beschreibungen beinhaltet, wo der Lernende, der die Lernende seine Fremdsprachenkompetenz bzw. Performance beurteilen, einstufen und selber einschätzen kann. Vermerkt sei übrigens an dieser Stelle, dass es im Referenzrahmen natürlich hauptsächlich um die kommunikative Kompetenz geht, was sich anhand der vier Fertigkeiten hier, wir sehen also Hören, Lesen, Sprechen und Schreiben, festmacht und deutlich wird. Dieser Beitrag hier strebt aber eine Interdisziplinarität an, die der die natürlich über die Fremdsprachenkompetenz noch hinausgeht, wo auch andere Faktoren natürlich eine Rolle spielen. Auf dieser Basis wollen wir jetzt hier kurz ein Beispielraster zur Selbstevaluation der Lernenden anführen, die im Rahmen der Interdisziplinarität zu einem positiven bzw. guten Washback-Effekt führen könnte.
Für Lernende gilt also Transparenz, wie bereits gesagt, als eine gute Orientierungshilfe, um Kompetenzen und Leistungen einschätzen zu können. Im Rahmen des als letzten vorgestellten Aufgabenformats vom Filmmaterial Goodbye Lenin könnte das Raster zur Selbstevaluation wie folgt aussehen. Also ich habe gelernt, das kann ich sehr gut, das kann man sich dann selber einteilen, das kann ich gut, das muss ich eher wieder wiederholen. Und jetzt haben wir hier ein Spektrum sprachlicher Mittel zum Thema XYZ. Also das kann man dann immer so einsetzen, wie man möchte. Audiovisuelle Medien oder Hörtexte haben mir Informationen zum Beispiel geliefert, Redemittel situationsadäquat benutzen zu können. Hier wären jetzt diese nichtsprachlichen Facetten, diese politischen Gegebenheiten und Strukturen erkennen, also Weltwissen im Prinzip. Dann die pragmatischen Funktionen natürlich der Zielsprache und Kultur zu begreifen und dass Normen und Rechte nicht universell sind. Also da wären wir dann wieder bei diesen Stereotypen, worauf wir vorhin schon angedeutet haben. Es handelt sich also hierbei um eine Koppelung verschiedener Bereiche, um eine interdisziplinäre Lernerfahrung anzustreben. Der Referenzrahmen definiert in seinen Zielen unter anderem, dass die Planung von selbstbestimmten Lernen Folgendes impliziert. Zum einen das Bewusstsein der Lernenden für den Kenntnisstand, den sie erreicht haben, zu entwickeln. Zum anderen, dass Lernziele durch die Lernenden selbst festgelegt werden und zudem erreichbar und sinnvoll sind. Und zum dritten, dass es natürlich absolut erstrebenswert ist, Instrumente der Selbstbeurteilung in Form von Rastern, Checklisten oder Portfolios anzuwenden. Der gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen sieht also die Stärke der Selbstbeurteilung in der Förderung der Motivation und damit eines bewussteren und effektiveren Lernens. Zusammenfassend empfiehlt es sich anhand des Referenzrahmens, dass man sowohl die Evaluationsarten, die Lernerbedürfnisse und die Lernkulturen als wichtige Faktoren einstuft, um die maximal ergiebigste und effektivste Rückwirkung, also diesen sogenannten Washback-Effekt, sowohl auf der Mikro- als auch auf der Makroebene zu erzielen. In unserem Sinne und hinsichtlich heutiger Präsentation wäre es dementsprechend absolut wünschenswert und ein äußerstes Desiderat, dass die gesetzten Testziele eine positive Rückwirkung, also einen positiven Washback-Effekt auf der Mikroebene gewährleisten. So, wir danken Ihnen herzlichst für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön.